Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Part von Let's Play Black and White. Ich spiele hier einen Gott und habe die Weltherrschaft bereits an mich gerissen in diesem Land. Das heißt, bis auf dieses eine Dorf, was ich vielleicht sogar meinem Konkurrenten Letis lasse, ich weiß es nicht. Soll ich ihn vernichten? Soll ich... Allerdings dauert mir das auch irgendwie zu lange. Da müsste ich ja den ganzen Murks dann nochmal machen. Also, was mache ich also? Ich bereite mich darauf vor, durch diesen Strudel zu gehen. Du kannst mir gestohlen bleiben. Meine Kreatur muss mal, soll sie. Ist ja genug Platz. Hier sind fast alle gestorben an den Buschfeuern, die hier überall waren. War nicht meine Schuld, war alles mein Konkurrent. Das ist sogar wahr. Ausnahmsweise. Ja. Ich bin nicht immer alles schuld. Nein, nein. Nein, nein. Und jetzt, beschaffe ich mir genug Wunder, damit ich in der nächsten Welt nicht so... Was? Es muss geahndet werden. Los, lass mich eingreifen in den Kampf. Diesmal aber wirklich. Ah ja, so. Verprügel ihn. Zack. In your face. Komm. Greif an. Verteidigung ist was für Weichlinge. Los. Zack. In your face. Ach man. Wieso ist das eigentlich immer, dass der sagt, der Kampf abbricht? Ich fange doch gerade erst an, warm zu werden. So. Mein Gott. Schon wieder ein Kampf? Schon wieder ein Kampf? Ja, klar. Tatsächlich. Komm. Attacke. Fuck daneben. Wieso? Wieso? Ah, ich frag einfach nicht. Ich frag einfach nicht, wieso der Kampf immer mittendrin aufhört. Ach, diesmal falle ich nicht drauf rein. Als ob ihr das durchzieht. Als ob. Unser Engel rastet wieder total aus. Soll er. So. Ich habe aber jetzt auch keinen großen Bock, mir jetzt mich großartig darauf vorzubereiten, was in der nächsten Welt sein könnte. Deshalb sage ich, scheiß drauf. Auf geht's. Auf geht's. In die nächste Welt. Da 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 da. Wieder alle möglichen Menschen werden rausgeschmissen. So, mal sehen, wo ich diesmal gelandet bin. Ach, das sieht doch herzig aus. Das sieht doch herzig aus. Feuerwallregen. Hey, da steht ja schon mein Tempel. Da sind wir. Es war richtig, Letis zu verschonen, mein Gebiet. Ach, tatsächlich. Sieh dich nur um. Ja, tue ich doch schon. Das Land liegt in Trümmern. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Hier war einmal ein grüner Garten Eden. Tatsächlich. Was? Wir waren doch noch nie hier. Ey, die Tore. Die Tore. Das ist mal das Anfangsgebiet. Erinnerst du dich nicht? Die Tore, ja. Hier war das Anfangsgebiet. Och, das sieht ja herzlich aus. Ja, und außerdem steht hier mein halbfertiger Tempel. Stimmt. Ich muss aber zugeben, dass mir die morbide Atmosphäre gefällt. Ja, es ist ja auch ganz nett, wie das aussieht. Boah, seht euch diesen Ausblick an. Ist ja nicht schön. Genießen wir ihn für ein paar Sekunden. Okay, das reicht. Jetzt ist erstmal Zeit aufzubauen anscheinend. Hm, was muss man hier nochmal machen? Was zur Hölle ist das hier?
Ach so, geil. Irgend so eine Art Rätsel. Wir müssen unser Dorf aufbauen und die Menschen vor diesem schrecklichen Sturm beschützen. Müssen wir das? Verdammt, ich bin doch kein Kindermädchen. Finde lieber heraus, was in diesem Land vorgeht. Ja, das würde ich gerne wissen, was in diesem Land vorgeht. Feuerballregen? Wieso war es nicht so schön, als ich angekommen bin? Was ist das hier? Ein Wunderspender mit Schild. Der war auch vorher nicht da. Zur Hölle. Gut, wo muss ich hin? Was muss ich machen? Ja, okay, dann helfen wir ihm mal aufzubauen. Sind wir mal sozial. Was? Was? Ja, bet nicht. Oh, danke dir. Danke dir, endlich jemand, der mich... Aha, ich sehe kein Dorf. Bitte brich den Fluch, der auf uns lastet. Okay. Vor vielen Jahren kam ein Gott zu uns. Aha. Er bewies uns seine Macht. War das ich? Das muss doch ich gewesen sein. Dieses Land war einst ein blühender Garten. Menschen lebten in Frieden miteinander. Sie waren glücklich und zufrieden. Irgendwann kamen die Götter zu uns und brachten das Gute und das Böse nach ihm. Anfangs ein Baum. Doch dann suchte uns ein Gott namens Nemesis heim. Er bestrafte uns für unseren Glauben. Ach, Nemesis. Das möchte ich auch können. Hey. Er beschwor die himmlischen Fegefeuer. Schleuderte Blitze auf unser Dorf. Tja, ob ihr so besser, viel besser bei mir habt? Geil. Schließlich verlor Nemesis das Interesse an uns und verschwand. Er wollte der einzige Gott auf Erden werden. Drei Hütersteine brachten seither über das Land. Okay. Der erste Stein ruht unter einem Geistesschiff. Selbst unsere Weisen wissen nicht, wie man es durchdringt. Okay. Den zweiten Stein übergab Nemesis einem bösen Oge an. Kein Sterblicher kann ihn besiegen. Ja, wie wär's mit Unsterblichen? Der dritte Stein ist in der Obhut eines einsamen alten Mannes, einem treuen Diener Nemesis. Okay. Das ist alles, was wir also muss ich ihn töten. Bitte hilf uns in unserer hoffnungslosen Lage. Ach. Das Volk steht hinter dir, Allmächtiger. Gut. Was war das denn? Ach. Vorläufig zumindest. Das kann ja nicht sein. Los, meine Kreatur, wo bist du? Hier bist du. So. Ich weiß jetzt nicht, ob man das in der Aufnahme sieht, aber ich habe gerade Lags, deshalb muss ich kurz ins Menü. Okay. Jetzt, wo ich das behoben habe, können wir auch weitermachen. Also wir müssen jetzt hier zu drei verschiedenen Orten und da alles ownagen. Oder so in der Art. Wo ist denn der böse Oger? Das hat versprochen, Kampf-Action zu werden. Das habe ich doch rausgehört. Kein Sterblicher kann ihn besiegen. Also meine Kreatur. Go! 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 Go? Wo ist er? Erstmal finden und dann losrennen, schätze ich mal. Eine silberne Schriftrolle, die interessiert mich jetzt nicht. Oh, wieder ein Geistesschild. Bam. Ja. Was ist das? Schätze, das ist es nicht. Ausgezeichnet. Die Werkstatt ist fertig. Lass uns ein Lager aufbauen. Ach so. Du musst für den Bau drei Gerüste kombinieren. Außerdem braucht unsere Schäflein bei diesem Wetter einen Eimer. Ach was. Schäflein. Aber hüpfen wir uns runter dran? Niemals. Ja, genau. Oh Mann. Komm. Ich will nicht werfen, ich will es frittieren. Pürieren. So. Wo ist denn der böse Oger? Mann, ich kann hier gar nicht so weit rauszoomen, weil hier so dicke Wolken sind. Ups, das
sind Sie wieder. Was? Was? Wer ist wieder? Wer ist wieder da? Oh, die Feuerwelle. So, ich möchte wissen, wo der Oger ist. Er müsste auch irgendwo hier sein. Ah ja. Das sieht doch sehr stark danach aus. Und das hier muss wohl der Hüterstein sein. Boah, sieht er süß aus. Guckt euch das eine Auge an. Ich möchte den als Kreatur haben. Meine Kreatur, wo bist du? Komm. Danke. Meine Kreatur, du gehst jetzt bitte dahin. So. So, jetzt muss ich hier Gerüste. Oh, scheiße. Oh, ich dachte. Ja, okay. Nein, du gehst dahin. Gebieter, wir sollten die Dorfbewohner endlich beeindrucken. Wenn wir dadurch den Hüterstein in die Finger bekommen, bin ich dabei. Okay, und wen? Ich hab doch Rest, glaube ich, hier. So, dann wollen wir doch mal. Fuck. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Mache ich hier einfach so winzige Schilde rein, die mich dann schützen, hoffentlich. Oh, das hat's gebracht. Das hat's gebracht. Sehr gut. Sehr gut. Gut. Was jetzt? Meine Kreatur, wo gehst du hin? Ach, dumme Kreatur. Ich glaube, ich kümmere mich erst darum im nächsten Part. Jetzt geht es erstmal hier ein bisschen Holz überall reinzustopfen. Oh, es hört auf, Feuerbälle zu regnen. Oh, nicht schon wieder. Okay, das gibt mir wohl immer so kleine Atempausen, in denen ich dann etwas bewirken kann. Weil während es Feuerbälle regnet zu agieren, ist schon ein bisschen nervig wohl. Soll wohl sein. So, ich muss jetzt hier wieder so viel Gerüste wie möglich hinklatschen, damit ich ein Lager ausbauen kann. So. Gerüststufe 2. Bam. Hier mal so kleine Geisterschilder, die Feuerbälle abhalten. Auch schön. Gut. Ach komm, geh schon mal dahin. Der Part ist sowieso gleich zu Ende, dann kann ich ja schon mal dann direkt im nächsten Part dann damit anfangen. So. Gerüststufe 3, jetzt kann ich hier ein Lager ausbauen. So, perfekt. Wenn das nicht perfekt platziert ist. Bam. So, dann mache ich hier noch einen kleinen Schild raus. Geh dahin. Geh dahin, sage ich. Ah. Nutzlose Kreatur, du. Mann, sieht das schön aus. Wie so eine Seifenblase. Nun gut. Ah, mein Tempel braucht auch noch Holz, um wieder fertig zu sein. Komm. Komm. So. Das muss doch sein. Was zur Hölle? Ah ja, da kommt der her. Ich sehe nur seine Füße. Ich bin Sven. Sohn des Sven. Oh, wie originell. Oh, wie intelligent. Okay. Ist mir egal. Und jetzt, wo wir hier sind. Wir sollten die Dorfbewohner endlich beeindrucken. Wenn wir dadurch den Hüterstein in die Finger bekommen, bin ich dabei.
Und mit dem Erscheinen dieser Arena möchte ich mich von Ihnen verabschieden, meine Damen und Herren. Im nächsten Part dann die erste Runde zwischen Äffle und Ogre Slack. Bleiben Sie dran, meine Damen und Herren. Tschüss.